mehr gesehen. Echt? Werden jedes Mal neu gerollt? Kriegst du die nicht fest drauf? Okay. Nee, die Wette werden nicht neu gerollt. Aber ich habe ein paar eingeprägt, deswegen weiß ich das. Also du kriegst diesen Aspekt, den du extrahierst, hast du in der Vorschau unten und siehst, was du rauskriegst. Und du kriegst immer genau den gleichen raus, den du rausziehst, aber wenn du den auf den einträgst, irgendwo ist das genau der, den du rausgezogen hast. Okay. Ja, Wette macht mich auch fertig, du. Allergie, Scheiße und alles drum und dran. Ist momentan ja, aktiv hier. Die Pollen regen mich so übelst nicht auf. Elias. Wenn ich aktuell kein Antiallergikum nehme, muss ich pro Minute 3-4 Mal niesen und kann nicht aufhören. Das geht nicht anders. Meine Nase geht zu, mein Hals geht langsam immer mehr zu, die Bronchien alles schließt sich und ich kann immer schwerer atmen. So krass. Deswegen hatte ich gedacht, ein Antiallergikum, fühl mich cool, ging's eigentlich gut in der Wohnung, mach ich das Fenster auf, wollte nur Luft haben, tot. Sofort wieder, alles da. Ich weiß, warum ihr solche Angst vor ihr habt. Ich finde den Wolf cool, die Wolfsgestalt von Mephistos. Ist dann das ja, der ist nett gemacht. Wenn sie mich verschlingt, ist Sanctuario. Wisst ihr, Jeroka, jetzt hast du schon mal ein bisschen mehr Spaß daran. Später kannst du bei dem Ekulten auch noch so diese Plus-Schlüsselsteine herstellen und so. Krass, ich kann sogar per Touch auf dem Tablet das Discord steuern. Überlasst ihr den PC ab. Diese Sünde müssen sie selbst bewältigen. Ihr und ich, wir können Lilith. Oberlose klingt aber auch so nach Google Translate. Bei mir ist jetzt hier 26,5 Grad im Wohnzimmer, ist immer 3-4 Grad heißer. In dem Raum hier sind halt keine, ist halt kein PC, sind nur Monitore. Ist halt offen mit Flur, mit allem. Aber wenn ich einmal nicht schaffe, nachts zu lüften. Dankeschön, Skrillz, was geht? Dankeschön, willkommen. Wenn ich es einmal nicht schaffe, nachts komplett durchzulüften und im Durchzug zu stehen, was ich wegen meinen Ohren ja nicht darf, sterbe ich. Ich schaff's zumindest irgendwie auf 19 Grad zu kühlen nachts. Oder bis in der Früh, 4 Stunden offen habe hier. Ich weiß, wer meine wahren Verbündeten sind. Meine Freunde. Bringt mich zu ihnen zurück. Ich habe die Sachen gelesen, die bei Twitch vorgehen. Wer eure wahren Freunde sind. Und ich habe in meinem Leben noch nicht retweetet. Aber ich habe heute früh 4 Sachen retweetet. Weil ich sie lustig fand. Erstmal, dass Mr. Beast sagt, aus Protest würde jetzt einfach, hat er einfach Bock auf Kicks zu streamen. Aus Protest gegen Twitch. Und Elon Musk schreibt, great. Gibt ihm ein Herz. Das musste ich retweeten. Und, dass wenn man den Affiliate-Status wieder abmeldet oder weg will, jetzt dann $25 oder Euro zahlen muss. Fand ich auch krass. Und das mit der 3% Werbeanzeige fand ich auch geil. Bei Twitch. Wo die Paladin hat ihr Greenscreen hochgehoben und da war in dem die Razer-Werbung. Also in der echten Welt quasi. Und dann noch eins habe ich retweetet, ja. Hier. It's over, you have no future on Twitch. Ich sag, zum Glück bin ich dann weg von dem Saftladen. So. Ich verstehe auch nicht, wieso die das machen. Also ich sehe da auch bloß Profit, dass sie halt ihre eigene Werbung reinbranden wollen, ne? Du siehst ja, wie der neue CEO, wie geldgierig er ist. Ich meine, jeder Chef in der Firma, jeder ist geldgierig, aber die machen es immer so offensichtlich bei Twitch. Ja. Das ist halt einfach krass. Firmen, ja. Hätten sie von Anfang an halt das nicht so gemacht, weißt du? Wenn von Anfang an die Regeln gewesen wären, wäre es egal gewesen, aber jetzt so einfach mit reinschmeißen. Ich meine, Blizzard hat auch Bock auf dein Geld, das siehst du halt auch, ne? Hey, ich hab so Bock auf dieses eine Dings da. Mag mir jemand dieses Ding kaufen hier? Wo ist denn das, Mann? Ich möchte hier. Scheiße, wie kommen hier in den Shop rein hier? Ist halt schade, jetzt kann ich hier bei Twitch keine 2 Subs schicken. Und einen Gruß, Wanderin. Ja, das haben ja eh nur Auserwählte. Hat ja nicht jeder. Das ist ja noch das Schöne. Ja, aber die haben halt geguckt, die wollten sie ihm geben, aber das geht halt nicht laut Twitch, ne? Ja, natürlich geht das. Ach, blöd. Wo ist denn meine...
Also dieses Gespenst dafür ist unten rechts, habe ich, by the way. Die finde ich cool, weil das erinnert mich an Sub-Zero. Und ich will auch die nächsten Tage Street Fighter zocken. Diablo, Street Fighter kam am gleichen Tag raus. Was für ein Main-Jahr. Street Fighter im Juni und im September kommt Mortal Kombat raus. Die einzigen Fighting Games, die ich gezockt habe mein Leben lang. Also seit 100 Jahren nicht mehr, aber trotzdem. Schon wild, ne? Obwohl eigentlich im Sommer gar nicht so viel kommt. Ja, also das Sommerloch gibt es eigentlich gar nicht mehr. Da haben die Firmen das schon so gecheckt seit vor ein paar Jahren, dass sie auch da was machen können. Letztes Jahr hat es ja schon angefangen, war ja März da Elden Ring und was weiß ich, was da alles war. So scheiße dafür, dass du so einen Marketingfuchs dafür einstellen mussten wahrscheinlich. Das hätte ich den auch so sagen können. Ja, natürlich hättest du den so sagen können. Das sind einfach so offensichtliche Sachen und du denkst, hä? What? Ja. Also China Leute mit Tausenden von Dollar für. Unterschied von mehr. Ja, ist auch Copy-Paste-Skills, ist auch richtig. Zum Glück kein Unterschied, muss man sich nicht umgewöhnen. Und Twitch ist ja gut, was das angeht. Zum Glück, haben sie das kopiert, sonst hätten andere Sachen vielleicht gar nicht, wären sie beschissen geworden. Weißt du, wenn was läuft, warum nicht kopieren? Fertig. Richtig so. Ich meine, ob jetzt ein Auto von Audi oder vom BMW, alles vier Räder, fertig. Ne? Haben wir auch einen auf dem anderen kopiert. Auch wenn es ein dummes Beispiel ist. Wieso denn drei Räder auf einmal? Welches hast du genau? Das Knochenset für den Necro. Hast du den gekauft oder hast du das aus dem Vorbesteller? Ich hab gekauft. Konnte nicht widerstehen. Das da? Das goldene Knochenset? Nee, nicht das goldene, noch ein höher. Es gibt doch keine höher. Da gab's nur eins. Da, die drei gibt es. Ja, geil, Gespensterfürst heißt das. Ganz oben, dritte Zeile, unten rechts. Der drin. Hä, und warum ist es dann unten nicht aufgelistet unter dem Ding selbst? Genau, den du gerade hast, da im Stream, den habe ich. Das sieht ja aus wie so ein. Aus ICC, so ein Monster. Ja, deswegen habe ich den. Ich trage den aber ohne Helm, weil ich die Tätowierung nice finde. Ich sagte das, bei mir war es am Anfang eine Qual, was nehme ich für eine Klasse. Weil Barbar hat mich aufgeregt in der Beta und sonst kenne ich eigentlich nichts anderes. Mage habe ich ein bisschen gespielt gehabt in D3 mal. Aber sonst D3 habe ich auch nicht wirklich gespielt und dann habe ich Mage genommen. Mein Kiechser gemeint, vertraue mir, das schon okay. Wegen Totenbeschwörer war ich mir nicht sicher, wegen den Pads, keine Ahnung. Teilweise Lust, teilweise nein, aber schon okay mit Mage. Glaube ich. Das kann ich hier nicht tun. So. Ich spiele ohne Pad. Achso, gibt es dann Lone Ranger. Ich habe das Spiel nicht. Aber bestimmt irgendwann, oder? Holst du das, Sunny? Ich weiß noch nicht. Aber und cool, dass hatte der Kick. Herumspaziert, bis fuck, der Digga. Tee nachgelassen hat. Eine lange Reise durch den Moin. Zuf lohnt sich mehr als eine kurze. Shalom. Eure noch länger, wie es scheint. Habt ihr euch euren inneren Dämonen gestellt? Ich bin bei dem scheiß Bissatzin vergriffen. Ich wollte eigentlich gesalzen, jetzt habe ich nur geröstet geholt. Sprich nochmal, Kick, dass ich die Lautstärke anpasse, wenn das labert. Nein. Alter. Okay. Und jetzt? Ich bin schüchtern und weiß nicht, was ich erzählen soll. Passt. Wie kannst du mir nochmal helfen, mein Mage, dass es besser ist? Mach mehr Schaden. Freut mich, dass ich helfen konnte. Gut. Bin dabei. Ist genauso blöd wie zu den Homeless zu sagen, ja, dann kauf dir doch ein Haus. Weißt? Oder ich hab nicht genug Geld. Ja, wie, dann die verdien, Leute hungern, dann, ihr habt kein Brot, esst doch Kuchen. Dann verdien halt mehr. Ja, du hast kein Brot, dann esst doch Kuchen. Ja. Du musst auch dran denken, manche Sachen funktionieren erst dann, wenn du es richtig legendary hast. Ne? Das war ja bei D3 so krass. Wenn dir ein gewisses Legendary gefehlt hat, war der Char halt Schaden minus 9000 und beim Lichting Legendary über 1 Million noch einmal. Ja, du hast ein Key-Item, was du brauchst wahrscheinlich. Ja, immer. Ich hatte auch einen. Sobald andere Spieler in der Gegend sind, ist das so am Laggen, ne? Können die ganzen Plebs nicht einfach wieder rauswerfen? Also, die Geringverdiener sind online. Ich treffe kaum Leute. Ich bin immer allein unterwegs. Ich mache jedes Event alles alleine. Nur in der Hauptstadt, wenn ich bin, sind 1000 Leute, dann laggt's.
Aber finde ich schön hier, Ad Chat, dass ein paar Leute noch von Twitch hergefunden haben. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. So muss das sein. Mehr und nicht weniger. Ich habe mich einfach da nicht mehr wohl gefühlt. Ob es jetzt hier besser ist, weiß ich nicht. Jetzt sind wir halt da, mal gucken, wo uns die Zukunft hinbringt. Ja. Das war's. 9 Jahre habe ich es probiert. Hab Trial and Error gemacht, leider nur Error gewesen. Und jetzt, ich finde das so geil, wie die ganzen Leute jetzt am Posten sind mit den Twitch-Changes, ne? Ja, hab ich auch. Hab ich auch. Ich hab 4 Tweets repostet. Retweetet. Was? Ich hab nochmal nie retweetet. Was hab ich gemacht? Aber, ja, egal. Egal. Nee, die ganzen Orks sind halt alle am Munkeln, ob die sich dann von Twitch verziehen, wenn das so bleibt, ne? Ja, erstmal wegen dem weniger verdienen. Dann wegen dem Werbung-Ding da jetzt. Und wenn die Affiliates kündigen, müssen sie Geld zahlen. Und manche haben ja sowieso nie Geld bekommen. Na. Ja, bin Vorsicht. Gespannt, wie sich das da ändert. Ne? Gibt ja viele Leute, die gesagt haben, ja, dann gehe ich zu Kick, dann gehe ich zu YouTube, dann gehe ich dahin. Ja, warum nicht? Ja, freut mich, Skrill. Also, vorhin waren Dave und Olli da. Das sind auch richtige Racer. Dave ist auch ein echtes Rennen gefahren. Und wir haben schon so ein kleines Racing-Team. Und dann würde ich dich auch bald auf Discord hochstufen. Dann kannst du auch den Server besuchen quasi. Hast du die Files, bekommst du alle. Und ja, ich mache diesen Scheiß jetzt seit 1-2 Monaten hier auf Kick. War aber davor 9 Jahre lang bei Twitch, wie du schon gehört hast. Und freut mich, dass jemand überhaupt... Moin. Freut mich, dass jemand überhaupt in auf YouTube Kommentare schreibt und dann gesagt, hey cool, ich hab Bock mit dir mitzufahren, machen wir mal ein bisschen was, why not? Fand ich geil. Ehre. Möge die Macht mit dir sein. So. Amen. Mit dem Mischer Spockzeichen. Ich hab so Bock, ich hab so eine Idee, was ein TikTok angeht, aber ich hab's noch nicht geschafft zu machen. Ich muss erstmal das alles, dass man mich gut fühlt. So. Was haben wir jetzt schon wieder? Das ist die andere Quest ready. Also, es ist echt so, ich habe nur 2 Lilith-Dinger. Ja, aber keine Ahnung, Mann. Könnt ihr mir... Ich brauche diese scheiß zermahlene Knochen. Ich weiß, dass es die hier gibt. Hier gibt es irgendwelche Viecher in so einem Sumpf. Ich habe da 10 Minuten gefarmt, ich hatte keine Lust mehr. Habe ich gar keinen Bock. Wir brauchst jetzt mal meine Knochen. Naja, um diesen komischen Trank zu erhöhen, damit er mehr Power hat, den Heiltrank. Ich habe nie Probleme gehabt, den Heiltrank zu erhöhen. Ich bin mal alles doppelt und dreifach, ja. Ja, ich bis dahin auch, aber dann nicht mehr. Ja, genau, Skrill, so ungefähr. Ich bin ja beim 60er Heiltrank, deswegen. Hier zum Beispiel. Bei dem hier, ich brauche 5 zermahlene Knochen, wie das Ding heißt. Genau, ich habe 2. Da habe ich extra nachgelesen, wo es die gibt. Bin dann dahin, dann habe ich Tiere und Spinnen und alles und habe ich nach 10 Minuten einen bekommen, dann bin ich weg. Weil auf sowas habe ich keine Lust, auf das Farmen und Grind, das ist nicht meins. Und jetzt ist mein Heiltrank halt immer Stufe 35 erst. Oder 30, keine Ahnung. 45 kommt ja schon der nächste. Ja, siehst du? Also, warte mal. Ja, ich hab hier einen Artikel. So, meine Tierknochen habe ich 1156. Da soll man die finden hier. Da. Hier. Ist auch so ein komischer Sumpf. Bisschen gefarmt, aber keinen Bock mehr gehabt. Du kriegst auch durch Nebenquests die Items, ne? Ich habe eigentlich am Anfang fast eine Nebenquest gemacht, kaum Hauptquest, nur die letzten 2 Tage mache ich. Also nur heute und letztes Mal habe ich Story gemacht, denn ich wollte das Pferdchen halt haben. Mhm. Ja, wir zocken hier mehrere Sachen. Street Fighter zocke ich nach, vielleicht irgendwo bis oder morgen. Wir zocken. Hauptspiele sind hier eigentlich MMOs. Also jetzt eigentlich nicht mehr. Also eigentlich Survival Games. Viele, sowas wie Ark oder was haben wir noch gezockt? 7 Days to Die habe ich früher gezockt, aber jetzt eher nicht mehr. Also Survival Games, Racing Games, MMOs und jetzt, was ist denn das? Hack und Schlei oder was? Also alles mögliche halt. Hier, 7 Days hat sich auch richtig viel getan, ne? Richtig krass. Ist die neue Ding raus? Kann ich ja nicht das probieren wieder?
Ich habe keine Ahnung, was die neue ist, ne? Also. Ja, irgend so eine Beta sollte in einem halben Jahr erst kommen. Mit Alpha 19 hatte ich reingeschaut. Das war ganz cool. Aber die sind ja jetzt schon bei 21 oder sowas. Was ist denn dein Boden hier los? Du bist hart in der Krümel. Ich mach's gleich weg. Scheiß auf den Boden. Spuck drauf, da ist noch mehr am Boden. Ich hab kein PayPal. Ich kann dir nur eine Banküberweisung machen. Ah, okay, schau an, ist neu rausgekommen. Okay, doch, das ist sie gar. Muss mal Lazy fragen oder Turi? Ja. Anschreiben und fragen nach 5 Euro, vergiss es. Kannst du den noch zurückbeweisen? Mach ich jetzt nicht, nee. Mach hier mal wieder unten. Weiber, nur Probleme machen die Weiber, weg mit denen. Ja, true. Kannst du dir nicht vorstellen hier. Okay, 21 ist rausgekommen, ja. Haben sie ja schon lange darauf hingefiebert. Mein Lieblings war immer noch 10.4. Server habe ich ja schon längst aufgesetzt. Ich muss nur updaten und dann mal wieder reinschauen bei Gelegenheit. Das fand ich ja krass. Du hast ja bestimmt auch mal gesehen, wie ich das No One Survive gespielt habe, Keksi, oder? Dieses Rumlaufen, so ähnlich wie DayZ. Jetzt gibt es hier so Munchgal. So Munchgal. Die dich auch angreifen können oder so eine Basis haben. Gab es jetzt so einen Zombies, aber jetzt gibt es auch so solche Armee-Fuzis. Soll ja gleich einen Spender für starten, wenn sie sich gut sucht. Ja, Beste, oder? Kann man hier rein investieren hier. Das Beste. Das wird schon noch cool, das Spiel. Was noch ein. Hey, die haben fast jeden Tag ein Update, Alter. Okay. Also, wir machen hier viele Schweinereien. Discord ist auch frei, soweit für jeden Skrills. Vielleicht kannst du bei einigen Sachen mitspielen oder mittun. Ich habe dir geschrieben, körperlich habe ich Probleme, meine Füße generell sind halt im Arsch. Und da kann ich halt nur manchmal fahren. Jo. Musste da viel Medizin nehmen, musste mich da vorbereiten und dann kann ich mal fahren, mal nicht. Und ich sitze ja hier in der Küche, hier ist mein Racing Setup. Und hier habe ich auch mein Lenkrad. Ich habe das da, was du gesehen hast. Ja. Racing! Das heißt, nachher gibt es eine Runde Gags kocht, oder wie? Ich weiß nicht, das ist ein Greenscreen. Hashtag Kitchenstream. Greenscreen. Ich wollte schon immer mal so einen Kochstream machen. Das hat ein Problem. Ja, du bist doch Koch, oder? Kommst du her? Ja, aber die Küche sieht aus wie Scheiß. Naja, was glaubst du, wie die auch ausschaut? Muss die Küche immer so ein bisschen retuschieren, bevor die hier anfangen zu streamen, der Scheiße. Was glaubst du, wo das Bullauge da ist? Zack. So, weniger. Ja. So muss das sein. Das kann ich hier nicht tun. Und soll ich jetzt die Ding weitermachen, die Story? Lohnt sich das? Und dann ist irgendein Ende oder was? Also Akt 6 ist Ende und Akt 6 macht richtig Spaß. Okay. Ach, T150 und Trustmaster. Oha, so ein Einsteiger-Ding. Das hat schon Force Feedback 150, ne? Das T80 hat kein Force Feedback, glaube ich. Ich habe das DD Pro von Fnatic. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du dann Kohle hast, Direct Drive holen. Würde ich schon sagen. Du hast damals leider alle bei Benedict rausgeschmissen, sonst würde ich versuchen, dir rein zu joinen. Habe ich ja, mit Namensänderung auch. Mhm. Ach, wenn du magst, kann ich auch reinjoinen. So bin ich sicher von dir. Mhm. Das ist entspannt. Natürlich. Ich kann mir apropos sicher sein, ich war nie hier. Bis dann. Ja, ich muss mir was zu essen holen. Vielleicht belästige ich später nochmal. Schau mal. Schönen Appetit bis heute Abend vielleicht. Oder ja, mal. Burger mit Süßkartoffelpommes, ne? Kann man mal machen. Ja, als Vorspeise. Ja. Ne, es sind große Burger, da reicht einer, das passt schon. Okay. In diesem Sinne, wieder schauen. Und reingehauen, oh, ciao. Also ich esse nur noch Happy Slice, Happy Life. Sonst nichts mehr. 15 Euro eine Pizza gönn ich mir natürlich.
So. Ich glaube, wenn ihr jetzt Story durchprügelt, bist du ungefähr 45, glaube ich. Schau dir mal das Bild an, wenn ich Street Fighter zocke. Ich hab da. Kann ich schon spoilern. Schau mal, ist es noch da? Warum ist es nicht mehr. Ach nein, das ist WoW. Fuck. Leak. Ja, warte mal. Das ist so eine Scheiße, Alter. Hier, das ist so. Ich poste ja mehr. Ich find das so bescheuert, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen. Guck mal an. What the fuck? Einfach dieser fette Handschuh in die Fresse. Aber ist sehr geil. Und das war das halt von heute. Bei Twitter kann man eh alle Bilder sehen, egal ob man angemeldet ist oder nicht. Hier die ganzen Bilder hier. Ja. Hey, Diablo ist okay. Das fand ich, ist ein Diablo T-Shirt. Das fand ich auch geil. Das fand ich auch geil. Hier. So mit so einem. Mit so, ich dachte an diesen Lichtschwert, aber man sagt, das ist ein Zauberstab. Mhm. Hier, immer die Enterprise. Hier, nochmal. Hier mein erster Tag des Setups hier in der Küche. Aber das mit der Faust ist geil, Mann. Das ist. Machst du mit, Sasha? Bored. Ja, hab ich so Bock zu prügeln. Ja, schade, dass halt Diablo und Street Fighter gleich nach rausgekommen ist, Mann. Und Street Fighter finde ich ja gigantisch. Habe ich lange nicht mehr gespielt, so wirklich, oder als Jugendlicher, als Kind sehr viel, aber dann hat sich das verlaufen. 20 Jahre kaum noch gezockt. Nur ein bisschen, als an sich aus der Arbeit nach Hause kommt und nervös war, genervt war, habe ich mal 10 Minuten Street Fighter gezockt und mal wieder. Ja, ganz entspannt. Guck mal, der Sommer ist noch so lang, da ist auch Zeit für beide Spiele. Ja, ja, schon, aber ich habe halt so, wenn ich ein Spiel geil finde und ich es dann nicht spiele, verliere ich die Lust daran. Dann verliere ich das Interesse, weißt du nicht? Weißt du, was ich meine? Ja, hat man Bock, das zu zocken und auf einmal, ja, nö. Man ist ja bis jetzt das auch zurecht gekommen ohne. Aber Street Fighter Prime Boxen. Das ist halt meistens bei mir, wenn ich zwei Spiele habe, die ich zeitgleich cool finde. Ja, genau. Das ist so dem Fall so. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Red Dead RP, genau. Und jetzt Diablo 4. Ja, das sind aber ganz andere. Sehr gut. Ja, es gibt GTA 5 und macht man mit 6er steige ich ein. Ja, GTA 5 brauchst du nicht mehr einsteigen, das ist glaube ich. Ort, um nach Wissen zu suchen. Ich spiele lieber Ding RP, wie heißt das? Arma. Das haben 3. Wir auch nicht. So, Mr. Gex, darf ich dir rein? Endlich ein weiteres Paar. Wie geht das? Die Suche nach Team. Ich brauche irgendwie deinen Battlecheck und dann muss ich dir eine Beitrittsanfrage stellen. Aber dann sind die Gegner stärker, dann hauen die mich, damit ich bin kaputt. Nee. Was leckt denn der? Guck mal. Was ist mit dem? Du bist doch schon da, Singri. Nein. Du bist doch der leckt, Jesus. Oder nicht? Wie finde ich denn meinen Wetten denn raus? Warte ich bei. Warte mal. So schlimm ist das Scaling, ich glaube. Ich one-hitte auch nicht alles, das heißt, es wird auch nicht langweilig. Die skalieren auf Stufe 50, so viel drüber bin ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich battle, Gino, irgendwas. Also, ich hab keinen Gags mehr, ich wollte mich dann wieder umbenennen. Ja. Muss oben rechts auf dein Profil klicken, da wo online und so steht und da steht. Ah ja, hier. Knapp genau. Darunter. 22304. Warte. Wo waren hier Adden? Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie man. Ja, Leute, siehst du, jetzt ist vorbei. Du hast 10 Sekunden. 3, 2, 1, vorbei! So. Gott sei Dank hat der Stream Verzögerung. Müsste eine Request draus sein. Gesendet über Desktop-App. Na, habe ich den trauweise nicht. Über Handy-App wäre beste. Kann auch mein Handy holen, wenn du willst. So, pass auf, jetzt muss ich kurz warten. Ich habe gar kein B-Net hier, gell, bei dem. Ich muss ja noch alles. Ein B-Net habe ich nicht. Lurk habe ich auch nicht, oder was? Auch wenn man es falsch schreibt.
Das muss ich noch alles ändern. Habe ich eigentlich gemacht? Du stehst auf Offline, du musst dich kurz auf Online stellen, sonst kann ich dir nicht rein. Das kann ich nicht. Das mache ich auf keinen Fall. Spinnst du? Ich kann dir sonst nicht reinjoinen. Ich tu mich nicht auf Online stellen. Nein. So. Ohne Scheiß, das kann ich nicht. Und dann irgendwelche WoW-Plebs da. Nein. So, nur kurz eine Sekunde. Scheiß auf die WoW-Plebs. Ja, aber dann steht doch dann da, dass ich jetzt offline bin. Ich habe jetzt eine Streak. Ich habe eine Offline-Streak. Ich kann hier aber nicht reinjoinen, sonst. Ja, dann weiß ich auch nicht, der kann ich hier nicht einladen. Oder würde mal. Doch, du kannst mich auch einladen. Ich hab eine Offline-Streak. Ich darf die nicht brechen. Auf PC ist es O. Da kannst du mich irgendwie einladen. Hab ich schon. Genau. Sonst bin ich, glaube ich, gleich mit dir synchronisiert. Siehst du, so rum geht's auch. Jetzt bin ich blau? Was? Ja. Du spielst Totenbeschwörer oder was? Jo. Na klar, macht ja Sinn, was genau rein. Was sind das für Viecher auf einmal hier? Ich habe sogar ein anderes Battle.net von mir geaddet, um zu sehen, ob ich noch offline stehe. Wow. Und hier steht sogar Gex seit 12 Tagen offline, das ist ein anderes Battle.net einfach, was ich nicht mehr nutze. um zu sehen, welche Aktivitäten kann ich denn machen, damit ich offline bleibe. Wow. Es gibt Aktivitäten, die dich wieder auf online stellen, echt jetzt? Ja, wenn du in WoW reingehst, bist du in WoW zu sehen. Zumindest in der bei gewissen Sachen. Aber Diablo anscheinend nicht und bei COD auch nicht. Habe ich getestet. Ich bin noch nicht bereit. Super nicht so alles. Hallo. Sucht eure Verbündeten nach. Timü. Ich muss noch zu dem gucken, um zu sehen, dass online. Ja, genau, das ist ja auch richtig. Bei euch ist ja auch ganz entspannt. Oder Discord immer wieder sehen, was ich halt da spam. Oder Twitter oder was weiß ich. Ich tue immer. Wenn ich kann. Ich weiß es nicht, Nere. Tue ich das immer posten. Vieles, das ich lieber nicht wüsste. Und diese geilen Bilder mit der Faust müsste in die Welt. Hab ihn gefunden. Bist du schon da? Ja. Wo denn? Da wo ich stehe, muss nur die NPCs mitbringen. Da wo das Weiße ist. Bist du das Weiße auf der Karte? Das ist der orange Punkt. Die Weißen sind die NPCs. Ach so, du hast den gefunden, der unser Ziel. Ach so, ich dachte. Ja, okay. Du siehst immer an der Gruppenanzeige, wer gerade die NPCs hat von uns beiden. Die stehen quasi unter deinem Namen, also hast du die. Ja, weil ich Boss bin. Weil ich Macher bin. Da musst du die. Nee, weil du Gruppenanführer bist. Weil ich Macher bin. Dann musst du die halt mitbringen. Die müssen halt hier zum Haus rennen einmal. Genau. 60 ist er. Hätte ich auch vorher lesen können hier. Na, habe ich schon mal gelesen hier. Schmenny. Ich kann vom Mount. Ich habe auch Nisa, habe ich auch. Gesundheit. Unity Engine oder was? Ist doch hier gar nicht. Jene, die vor Ärger flüchten und jene, die direkt darauf zulassen. Was steht die Mädchen so gesagt? Zu welcher Art gehört ihr wohl? Ich habe die vom. Ich habe die gespendet bekommen vom Kalle. Das hätte ich jetzt gar nicht spielen können. Schon vor ein paar Monaten. Er hat mir erstmal die normale spenden wollen. Was soll denn der Scheiß? Was soll ich denn damit? Oder? Und dann wollte er die Höhe, sag ich, wie jetzt? Nie von ihm gehört. Also, ganz oder gar nicht. Wir glauben, dass Elias einen Pakt mit dem Sumpf geschlossen hat, um unsterblich zu werden. Taissa meinte, ihr könntet helfen. Ein Pakt mit dem Sumpf? Kann der Scheiß Sumpf sprechen, oder was? Nur sie ist kaltherzig genug, um ein Kind hier draußen in den Tod zu schicken. Wie gesagt, ich fand diesen Akt echt nicht nice. Einer von euch wird das aber. Ich hab ihn nicht so viel bekommen in dem Akt. Ich bin einfach nur von A nach B gelaufen, was auf der Karte stand und Ende der Geschichte. Akt 2 nicht so viel mitbekommen, tatsächlich. Den hab ich fast verpasst. Akt 2 war lang.
Ne, eins war lang. Zwei war kurz. Aber bei eins kam einem auch nur so ein bisschen so lang vor, weil du halt die ganze Zeit das in der Server-Slam-Kacke und so schon gespielt hast. Ich hatte das alles vergessen. No joke. Ich hatte nichts mehr gewusst davon. Ich hatte nur von einem Bosskampf nur was gewusst. Da, wo man gegen die Mutter kämpfen muss. Gegen Mami. Mami, ja, genau. Ah, jetzt kriege ich ja mehr XP, oder was, wenn du da bist? 5%. Oha. Gesagt, ich orientiere mich nach dir. Mach das so, wie du. Achso, ich laufe halt irgendwo hin, keine Ahnung. Findet, muss wieder jemand finden. Hier ist ein Schrein, nehmen wir den mal so. Holzen mal ein bisschen. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist die Pelz? Geh mal zum Event hier. Wir müssen gut Punkte kriegen. Ich kenne die Pelz leider. Ja, dann Skada. Aber ich muss sagen, ich habe momentan nicht so viel Lust auf WoW, wie ich schon erzählt habe. Normalerweise hatte ich immer so im Hinterkopf, hey, ich spiele nicht WoW, ich muss spielen, es macht Bock und sowas irgendwie. Ich muss sagen, ich bin befriedigt, was das angeht. Passt eigentlich soweit. Also aktuell habe ich auch nicht so viel Lust auf WoW. Wie, du hast doch gesagt, du startest doch voll durch und bist doch in der Season dabei und alles. Das war doch vor ein paar. Ja, aber dann kam Diablo 4 raus. So. Jetzt ist was dazwischen gekommen. Naja, das kann passieren. Verändert das. Und wie ist denn mit der Skalation? Sind dein, bei dir die Gegner sind deinem Level über WoW, oder? Ich bin noch nicht bereit. Sind die 60, gell? Meter läuft. Ich hab die auch, oder? Mein Schicksal! Todeshit, oder? Ich bin noch nicht bereit. Was sagst du? Die Todeshit, oder was? Was mich an die 3 genervt hat, wenn du dann so geskillt warst, dass du kaum Schaden kriegen darfst und du da einmal gehauen wirst, bist du eh schon fast gestorben und dann in der Gruppe sofort verreckt. So als Barbar, einmal kurz aufgehört zu drehen, tot. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. So. Freundliche Taten haben wir gemacht. Wir müssen immer noch YN Giovanni treffen. Finden. Oh, ich hab da irgendwas bekommen. Nee, achso, das war. Nee, scheiße. Ich dachte, das war so eine Kiste zum Öffnen. Moment. Das war zum Müll machen. Plus 84 Dornen. Wenn ihr verletzt seid, dann seht ihr euer Trank ziehen. Was denn? Jetzt sind so viele Anzeigen, dass ich gar nicht mehr durchblick hier bei dem Ding. So. Ja. Ich brauche mal kurz 1-2 Minuten. Findet die ich muss hier eine scheiß Stadt finden? Eine ganze Stadt? Habe ich jetzt gesehen, dass eine Stadt steht? Das habe ich vorhin gelesen. Muss doch hier irgendwo eine Stadt sein, hä? Wie kann denn eine Stadt verloren gehen? Ich bin noch nicht bereit. Ich muss die Stadt finden. Ah, hier. Ist da jemand? Keine Ahnung. Ist da jemand? Ich dachte, ich nicht. Benötigt ihr meine Hilfe? So, wie ist denn das mit der Skalierung? Ist das so, wenn er weiter weg ist oder was? Bitte bleibt. Großvater hätte mich nach Hause bringen sollen. Das bringt mich um, ey. Achso, ach, da schon wieder, wo ich drin bleiben muss. Die automatische Ausländer auf dem Boden angezeigt wird. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja. Ich bin schon so ein Mini-Mage auf
Er spielt mit der Peitsche, ne? Bitte was? Spielt mit dieser Peitsche. Ja, ja. Deswegen Mini-Mage. Das hat mich am Anfang aufgeregt, weil ich habe irgendwie nie Mana. Ich kann nur mein Range-Spell kann ich irgendwie nutzen. Zweimal, dann bin ich oben. Da muss ich mal in Melee gehen. Ich bin noch Mana ist super easy zu managen. Also brauchst du aber auch wieder Items, die deine Mana kosten. Ja, klar. Das war wie beim Barbar. Früher kannst du nur einmal wirbeln, dann irgendwann kannst du unendlich wirbeln. Dann spielst du dazu laufen, ne? Ich habe gefragt, wie ist denn das, wenn du in der Skalierung, wenn du im Spiel schon joinst oder wenn du in der Nähe bist? Ich glaube join. Open World merkst du fast gar nicht, aber Dungeons merkst du sowieso, die skalieren ganz schön. Bist du denn? Wie kommst du denn dann? Das ist ja nicht richtig, ne? Ja, ich hab da was gezeigt. Chill mal. Sollen wir die Bonus-Dinge hier kriegt, wegen dir? Sag mal. Freundin, geht nicht. Das ist ein Meter lang. Hat die auch, oder was? Was? Ist dieser Drehding so eine Meter von hier? Nicht bereit. Ja. Aber ich kann nur 30 Sekunden früher noch sehen. Achso. Ah, das war vom Todesfall, oder nicht? Diese Hände. Und bei dir ist die Sense, die dich so weht, gell? Ja. Ja, ist schon sehr toll, das wird ja eh nicht so schlimm. Wir müssten hier eine scheiß Stadt finden? Wie kann man eine Stadt verlieren, Digga? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Weiß auch, wo die ist. Wir können nicht eine ganze Stadt verlieren. Wie soll denn das gehen? Oh. Ich dachte, die haben die Droprate der Schatzgoblins verringert. Oh, Goblin! Oh! Ich hab schon den zweiten. Schon der vierte, den ich sehe, und ich bin auf dem Weg zu dir gewesen. Dann den. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja, das Immun gegen Feuer, no, ist weg. Wie, er ist weg? Auf der Tür ist eine Schlange abgebildet. Was hast du gemacht? Ihre Augen fehlen. Wieso hast du nicht aufgehalten? Wird der Weg frei, wenn sie zurückgebracht werden. Hab ich doch, er war immun gegen Feuer. Endrielle, wie du heißt. Melle. Dass ich... Einen hätte ich easy geschafft. Du bist einfach der Anker. Klotz am Bein. Ah nein, ich darf nicht. Nein, scheiße, ich darf ein Ohr nicht berühren. Fuck! Juckt, kitzelt. Wie viel Gold hier mal rumliegt? Wann gibt's denn so ein komisches Pad, der mein Gold einsammelt? Keine Ahnung, frag ich mich auch. Ich bin noch nicht bereit. Ist hier noch mehr so ein Goldkoppel gewesen? Nee, oder? Wieso gehe ich eigentlich dahin, wo ich jetzt hingegangen bin? Oh, hast du schon was wieder freigeschaltet? Ja, ein Schlangenauge habe ich gefunden. Wir haben nur noch oben. Das Brot. Ja. Ja, wie gesagt, der letzte Akt ist mega. Den wir jetzt hier gerade spielen, den fand ich extrem scheiße. Also wirklich langweilig. Wegen? Keine Ahnung, geht jetzt so um diesen komischen Elias und der juckt mich halt so. Geht doch immer um den Elias, letztes Mal auch schon, oder nicht? Diese Banditen können. Ja, deswegen. Mich interessiert dieser Antagonist irgendwie nicht, deswegen finde ich das alles so langweilig. Ich will ja irgendwas mit Lilith sehen und nicht Elias. So. Die erzählen ja, mir den ganzen Tag Lilith hier. Ja, das war doch schon seit Akt 2. Hören wir doch über diesen scheiß Elias irgendwas. Was muss ich denn machen? Ja. Komm da nicht rein. Du musst das andere Auge holen, da wo ich gerade noch oben bin, da ist noch eins. So. Aber die erzählen da unten diesen komischen Elias, man.
Weißt du, wenn es wenigstens Elias Mbarek wäre, der sein T-Shirt ausziehen würde, dann wäre es okay gewesen, aber... Ich dachte, das ist Eli Jeller. Den verstehe ich zuerst. Und ich weiß schon, wer Elias ist hier, aber... Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht so interessant wie die anderen. Ja, ich weiß nicht, auch das andere. Mensch, ist Elias, natürlich. Sind die vorbeigelatscht oder was? Zeit für die Vorbereitung. Bitte die Schlangen. So. Gut, dann müssen wir jetzt das Auge einsetzen. Haben wir schon, sieht das zurück raus. Gut. Sieht so aus, hat sich hier sind noch Schlangen, oder? Ich bin noch nicht bereit. Hast du es aufgehoben, das Auge? Nee. Mir steht natürlich die Schlange. Hm. Das ist ein roter Punkt auf der Karte. Ja, dann machen wir die Punkte noch. Ach, hier ist so ein... Ja, ich hab's. Okay. Soll ich doch jetzt einen einsammeln, oder was? Ja, ja. So, nö, ich muss auch machen, Scheiß. Nee, nee, es lag gerade nur jetzt. Da, jetzt muss ich reinstecken. Immer der, der es aufsammeln muss, auch reinstecken. Ah ja, macht Sinn. Der, der den Penis hat, der muss rein, klar. Na, easy. Klang falsch, aber gut. Ja, aber was willst du, wenn einer keiner so gar nicht reinsteckt? Aber dann könnte ich ein Spielzeug, macht ja auch Spaß. Kein Ding. Allein mit dem Spielzeug. Ja, aber schon so ein bisschen eincremen, oder? Und tut ihr da anal, also Verkehr, also auf der Straße ist das scheiße, wenn da ganz viele Autos stehen. So, Verkehrsbruch. Ich krieg ewig keine Blutkugeln, das ist mir echt schade. Und ich habe keine scheiß zermalmte Kacke, meinen Haltrang aufzuwerten. Ist auch seltsam. Trade mir ein paar. Wie viel Gold ja, liegt zusammen nie was ein? Krass. Ach, das weil du da warst, oder? Da liegt für mich das Gold ja. Da. Ach so. Ich kann auch eine Legi droppen. Die für dich rumliegen. Ist das aber keine Sorge, wenn du Legi vergisst, ist wie in WoW, kriegst du die nachgesteckt in deine Kiste dann. Ach, ist es nicht auf der Karte so groß wie bei dem anderen Diablo? So groß gezeichnet. Wenn sie überhaupt her mit Tour mit der Scheiße. Ja, keine Ahnung, Tau. Bist du einfach verrückt und wahnsinnig, so wie wir alle. Also ich hab reingeschoben. Setz das rechte Auge ein. Ja, auch hier oder was? Achso, das hast jetzt du? Ich hab's reingesteckt. Was? Eine scheiß Handtasche ist bald voll. Und ja, ich hab Handtasche gesagt, weil ich einen weiblichen Char spiel. So. Was ist denn mit diesen, schau mal, diese Werte hier an. 3 Milliarden Sachen stehen da. Ja, egal, ich hab's. Was liegt denn da noch auf dem Boden, Euda? Müssen wir kurz zurückporten, entzaubern. Warte mal. Das hab ich weggeschmissen gerade. Ja, mir schmeißt das weg, okay. 529 hat dein Ring? Boah. Dann kann ich den gegen meinen tauschen, oder? Ja, tausche ich den mal. Kannst du den tauschen, ja. Jetzt warte mal, ich muss kurz zurückbauen. Ich bin gleich wieder da. Juhu. Zarbizent? Langentüß. Du hast mir Sprachnachrichten per Discord geschickt? Ich habe gelesen im Patch noch, das geht. Ich weiß gar nicht wie. Ich war am Handy also zu der Zeit. Bloß, bei mir geht's bloß auf Handy. Achso. Ja. Also jetzt auf PC habe ich die Option nicht. Ich habe bloß, wenn ich auf Handy reingucke. Boah, das Gelege hier, Alter. Was zum Fick? Nicht solange ich in der Stadt bin. Boah, du kommst. Ich komm nicht einmal zum Schmeid hierher. Kommt wieder, wenn ihr die Schmiede braucht. Boah, ich hab gehört, also, wenn ihr jetzt nicht unbedingt.
Das kann ich hier nicht tun. Krass, was ist denn das? Das WoW zu seinen besten Classic-Zeiten. Du bist im Brandherd von den ganzen Menschen. Ich freue mich schon darauf, wenn die alle Wildtier 3 kommen. Was für ein Ding? Na, Weltenstufe 3. Einmal. Schwierigkeitsgrad erhöht. Ach so. Mein. Quasi spielt ein anderer Realm, da sind halt noch wenige Leute. Ich hab ja hier am Anfang nicht gewusst, ob ich es mache. Ich hab einfach das Höchste genommen. Ist mir egal. Ich war mir nicht sicher, ob ich es überhaupt schaffe. Weil mit Barbar und der Beta war das schon schwer. Da habe ich bei einigen also Bossen eine Stunde gestruggelt. Hier bin ich in One-Shot. Fertig. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Wenn die Bosse lange dauern, macht das Spaß? Naja, aber nicht 20 Tries. Ja doch, eigentlich schon, aber der Vergleich da hier habe ich jetzt einen Try gebraucht und in der Beta habe ich 20 gebraucht. Ja gut, also im Server Slam habe ich mit dem Necro mit Minions gespielt. Achso, da habe ich gespielt. Das war halt übelst scheiße. Das hat dazu gar keinen Spaß gemacht, weil der Boss macht so einen E-Check alle Viecher. Zwei Stunden vorm Server Slam Ende haben sie die wieder gebufft. Necro, also die Pets. Naja, ja, die buffen sie auch nochmal. Jetzt heute glaube ich, heute ist Donnerstag, ne? Man sich verdienen. Nichts gibt es umsonst. Nee, morgen kommt der Patch. Nichts wird geschenkt. War nicht schon ein Patch? War das schon ein Balance-Patch quasi? Ich dachte schon, keine Ahnung, weil Yarok hat auch vorhin gemeint, dass, da hat auch so ein bisschen auch die Lust auch deswegen verloren. Da hat nicht mal so viel Spaß dran, weil der Patch schon war oder so. Irgend sowas habe ich da gehört. Ja, ich bin noch nicht aber ist halt so, mein Gott. Es ist sowieso gerade Ausprobierphase in dem Spiel. Nein, hört mich das eigentlich gar nicht. Was ist denn das da am Boden? Das ist schon giftig, oder? Ja, ist so meine Sache, meine Giftspritze. Achso, da kann ich drinstehen? Ja, da kannst du drinstehen, das tut bei mir. Weil ich gehe da rein und stand absorbiert. Ja. Das ist dein Scheiß, ey. Ja. Ich kann da drin so Blutkugeln sammeln und wenn ich die gesammelt habe, kommt ein Knochengeist, der irgendwas one-hittet. Das ist ja wie bei ein Todesritter. Blutwürmer. Ich bin noch nicht bereit. Wow. Immer falsch gehen, ey. Aber das mit dem Dodgen finde ich geil. Das haben sie ja von Diablo 3 von der Konsole übernommen. Das ging ja da auch schon. Ja. Ging unendlich ja, aber, ne? Echt. Ja, das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist WASD-Steuerung. Ich finde, diese Maussteuerung ist einfach veraltet am PC. Sag ich ja, wenn das Ding nicht Controller-Support hätte, würde ich nicht spielen. Wenn man auf die Idee kommen würde, die Scheiße. Ja, kann da bin ich der gleichen Meinung. Also ich spiele zwar Maustastatur, aber Diablo-Games laufen, egal welches, 3, 2, ne? Was jetzt alles noch kam, die laufen alle am besten auf Controller. Ich bin noch nicht bereit. Konsole? Das muss es sein. Oder Controller? Controller. Controller, nicht Konsole. Oder ist Bane. Komm jetzt ein Böser. Machen wir uns erstmal die an. Let's go. Warte mal auf gleich. Ich weiß auch nicht, wie sicher das von dir ist. Hier kommt der kleine Nekron, macht dich bemüht. Zeit für die Vorbereitung. Fuck, also. In dieser Bubble, weiß nicht, ob du in der Bubble auch du unterwunden bist oder nicht? Also die siehst du? Ich glaub, du zählst sogar, Alter. Ich bin noch nicht bereit. Müssen wir jetzt schon down? Knochenspeer ist okay. Deswegen. Hier richtig? Ich glaube da hoch, ne? Das sieht gut aus. Was mit der Quatsch, ne? Ich habe wohl das, was wir brauchen. Gut, ihr habt das Räucherwerk gefunden. Ich bewahre es für uns auf. Tun wir dann geräucherte Wurst essen, oder? Also, zumindest mit Lorat. Er hat wohl ein Händchen für alte Frauen. Nerelle. Die Nerelle ist die immer noch da. Was ist die endlich weg?
Die klebt mir schon am Arsch. War das nicht, mit ihrer Mutter das schon? War doch auch mit ihr, oder nicht? Weißt du, Frauenpower und so geht's. Ja, Quoten, Lina. Lieber Quoten statt qualifiziert, weißt du? Ich gönn jedem alles, aber wenn das Skill bei Null ist, braucht man die Person nicht haben bei dem, haben wir auch schon festgestellt, wenn du mal vergleichst, so jeder von den ganzen Charakteren, die um dich rum sind, hat irgendwas Nützliches dabei, ne? Ja. Sie hat irgendein Ding auf dem Rücken, keiner weiß, was es macht, weil sie es nie benutzt. Ja, weil sie den Cooldown aber vergisst, muss man ihr sagen. Pass auf. Zeit für die Vorbereitung. Jawohl, wenn ich bei 40 bin. Du doch schon. Aber egal, das Finale ist geil. Kämpft man gegen Diablo? Kommt nee. Diablo? Weil ich fand das bei Ding krass, bei Diablo Immortal. Finale. Ich darf an die Story, da habe ich schon mitgefiebert. Immortal war gut, aber ich habe die Story nicht gut. Es war mir dann so, wird dann Blizzard auch nicht noch mehr belohnen, weißt du? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Geht doch weg, ihr Sack, ich muss kurz killen. Pisst euch! Okay, ich krieg den Finger rein, oder? Ach, ich weiß gesehen, der hat einen Season. Der hat den Season Pass in Diablo 4 kritisiert. Ich so, hey, lol, Season Pass gar nicht draußen. Du meinst der Ding von GameStar, oder was? Maurice? Nee, das war Maurice. Maurice hat nur den Job kritisiert, nicht den Season Pass. Irgend so ein Random auf YouTube. Aber es geht doch gar nicht mehr ohne Shop heutzutage. Nee, Maurice verstehe ich, dass die Ansätze, die wir halt haben mit diesem Merch, ist doch nur so und so und Skins sind ja grundsätzlich teuer. Die Ansichten sind schon falsch, weil stimmt, es hat halt keine Wertigkeit, aber... Es ist halt schwierig mitzumachen. Also entweder bei gerade bei Skins halt, so. Ich verstehe Skins nicht, warum. Gibst du halt immer das Geld aus, was es dir wert ist. Warum das nicht mehr geht? Skilltree? Ich kann nicht mehr so. Jetzt kann ich wieder schieben, okay. Ich konnte nicht mehr schieben beim Skilltree. Hammer. Also ich habe hier noch Pyromanie-Fähigkeiten. Mehr Schaden oder Barriere. Ich mag Barriere ist auch nicht gut. Wenn es länger hält. So. Geskillt. Bist du schon wieder da? Jo. Oh, hier ist ein Event. Komm, holen wir jetzt die Punkte. Ich bin schon unterwegs. Da ist auch eine Lilith-Statue übrigens. Wo? Hier, wo ich bin. Hier in der Ecke. Oha, ich hab jetzt... Oh, die ist fies. Das ist die fiese hier. Meine dritte. Passiert hier was, oder was? Nö, die ist einfach nur fies. Weil du da rein musst, damit der Baum ausgeblendet wird, sonst siehst du die nicht. Ach so, ja lol, okay, ja, stimmt. Aber nur jetzt sehe ich sie auf der Karte. Und du siehst diese Dinge auf der Karte, wenn du eine Gruppe joinst? Sehe ich jetzt auch alle, die du hast, oder wie? Ja lol. Eingenommen? Nee, du siehst... Du siehst nicht alle, die ich habe, aber ich sehe halt alle, die ich eingenommen habe, deswegen. Und da ich alle habe, sehe ich halt alle. Naja, aber wie hast du das gesagt? Du hast jemand, bist in der Gruppe gejoint, hast dann die alle gesammelt. Weil du gesehen hast, wo die sind, oder wie? Der Kollege hat gesehen, wo die sind. Ich bin ihm nachgelaufen. Jetzt machen wir es andersrum genauso. Mhm. Ist dann noch schlimmer. Du hast ihm seine scheiß Zeit verschwendet. Also einer hat sich irgendwann eine Live-Map aufgemacht, weißt du? Ja, klar. Hat sie mal gesammelt und wir leiten jetzt quasi einfach nur die Infos weiter die ganze Zeit. Ja, das wollte ich halt eher spät machen mit der Live-Map, weil wenn ich so eine Live-Map dann habe, dann laufe ich nur noch dem Ding nach und der ganze Spielspiel ist dann nicht mehr da. Also das Ganze, dann mache ich halt nichts mehr ohne die, irgendwie. Ja, ich bin das quasi direkt abgelaufen. Ich bin noch nicht bereit. Geht meiner überhaupt? Hallo? Nö. Wahrscheinlich geht nur meine, wo ich stehe. Ich habe gar keine Geräusche. Wahrscheinlich geht nur meiner. Der startet, oder?
Und dann macht er gar nichts mehr. Ich bin kaputt jetzt. Oder ich kann immer nur einer gehen. Nein, dann geht jetzt. Du scheiß Ding raus, weil ich dir so nahe komme. Ja, Ben, heute ist ein Dicker. Zeit für die Vorbereitung. Was ist der letzte, ja. Seh nichts mehr. Alles dunkel. Leggy. So, Grabestab. Ich hab Grabestaub gelesen. Solange jetzt hier Frieden aktiv ist, bilden sich im Wirkungsbereich Eisstacheln. Einkelte Schaden, Wursachen, eure Stachschaden haben größere. Ja. Ja. Mehr Rüstung und alles nehme ich schon. Legendäre Eigenschaft, egal. Zack. Nein. Ja, okay. Ein bisschen mehr Rüstung wird schon passen. Weg. Was ist denn das für eine Stiefel schon wieder? Oh, 7 Stärke habe ich für die legendäre Fähigkeit. Ich habe eh kein Flammenschild. Also egal. So ein Schmarrn mit diesem Kopf. 2989 Angriffsstärke. So liegen die Sachen wieder. Hast du das hingeworfen? Mit Müll hingeworfen, das auch? Ich brauch das halt nicht. Das ist hier auf Weltenstufe 2 ist das alles sehr niedrig für mich. Warum ist das locked? Was andere Ding ist oder was? Würde ich Stufe 45 abgehoben. So kann man hier auch farmen. Okay. So, okay. Ihr meint alle so GS 500, weißt du, ich meine, ich gehe so auf GS 710 oder so. Ich weiß gar nicht, ob GS hier steht. Steht das? Gegenstandsmacht. Hier wo? Wenn du auf Rüstung drüber hoverst. Dann steht der Gegenstandsmacht. Ach so, steht kein. Ja, das ja. Ich dachte, steht so über Durchschnitt von allem. Nein, Durchschnitt nicht. Und du kannst sie halt aufwerten, wenn du magst. Ja, aber bringt das jetzt was? Upgraden. So, ja, erhöht die GS und die Werte. Und du erreichst damit Breakpoints, wenn du das upgradest. Ach so, ja, habe ich mal bei Legendary gemacht, aber nur das erste, weil das zweite war, hab ich wieder anders gebraucht, Lösung. Wo ich weniger wir hatte. Das jawohl. Volk Lorat, jawohl, bin auf dem Weg. Ich bin noch nicht bereit. Kann ich überspringen. Verdammt. Lol. Sie müssen uns gerochen haben. Ich liebe ja nicht, weil ich nicht Sie müssen. Wie kannst du überspringen? Ich kann sie nicht überspringen. Ach so. Labert er bei dir noch, oder was? Ja, der hat eben gerade gelabert. Konnte nicht Escape Zeit drücken oder wenn so. Wenn ihr bereit seid, entzündet gedrückt das Räucherwerk. Oha. Ich kann das auch nicht überspringen. Ja, wir springen dann nicht für beide, ne? Was jetzt? Nee. Drin. Wir warten darauf, dass der Weg erscheint. Jetzt hocken wir zu und warten, oder was? Ja gut, okay, dann warten wir. Ja, jetzt bekiffen wir uns quasi. Hat der Schlag weggetreten? 1 von 4. Ich weiß nichts, aber... Ich sehe etwas. Ich kann es nicht skippen, tut mir leid. Du bist immer noch bei der Quest. Ich bin schon bei Akt 12. Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig, vor allem, weil ich schon gesehen habe. Oh, ist das ätzend. Dieses Geschöpf. Ach, das Ding ist eine ganz riesen Schlange, sehe ich jetzt. Boah. Ja.